Ja, was? Nee. So. Omega-3-Steinpilzöl? Warum ist es so deutsch? So. Jo. Can, mitkommen. Can! Putz, 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 putz. Guten Tag. Ich sehe so klein aus irgendwie. Annika, das finde ich gut. Okay, hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute wieder mit meinem Lover, Can. Hallo. Es haben sich nach dem Lebkuchenhaus-Basteln-Video viele Leute gewünscht, dass ich wieder mit Can ein Video mache, weil das schon lustig war. Aber das ist fast ein Jahr her. Das ist ein Jahr her. Oh mein Gott. Annika, meine Haare, siehst du das? Ich habe ein Video von Hazel gesehen, wie sie die nuklearen, krass scharfen Nudeln richtig kocht, weil die Prank Bros haben das irgendwann mal gedreht. Und dann habe ich das gesehen, dachte mir so, sind die wirklich so scharf? Und dann habe ich mir gedacht, so, ja, Can, komm da auch mal wieder vorbei. Und dann testen wir das zusammen. Wir haben noch nicht probiert, wir wissen nicht, wie scharf die sind. Gisem sitzt hinter der Kamera und hat sich Fragen rausgesucht, die Schätzfragen. Und wir müssen nun schätzen. Derjenige, der näher dran ist, muss nicht essen. Und ich würde sagen, wir reden nicht mal den rum und fangen direkt an. Erste Frage. Aus wie vielen Kräutern besteht Jägermeister? Aus wie vielen Kräutern besteht Jägermeister? Ich hasse Jägermeister. 3, 2, 1. Das sieht man nicht, oder? Was wie viel du? Ist es? Janis Nersen 56. Wow! Oh mein Gott, Annika, ich bin so gespannt. Weißt schon, warum ich Jägermeister nicht vertrage? Die sehen halt echt ekelhaft aus, wie so hässliche Würmer. Was sind denn der Schärfe? Scheiß Laber doch, ne? Hä, wie diese. Doch, okay, die Schärfe kommt im Nachhinein. Okay, es kommt. Es kommt. Es dauert kurz. Das setzt sich im Rachen ab bei mir. Ist das bei dir auch so? Also so im Nachhinein wird es echt scharf. Oh fuck, ey, das wird ja doch scharf. Das ist halt echt scharf. Nächste Frage. Oh, mein Magen spielt jetzt schon verrückt. Wie viele Ur-Ur-Großeltern hat jeder Mensch? Was? Ja, keine Ahnung. 3, 2, 30. 20. Annika ist näher, sind 16. Hä, was? Ich habe die Frage bis jetzt, ich hab die nicht verstanden. Es ist scharf. Nächste Frage. Okay, warte mal. Wie viele Blut... Warte! Die sind scharf! Wollen wir nicht wachsen oder sowas? Meine Oberlippe brennt! Meine Oberlippe brennt! Ja, okay. Okay. Wie viele Buchstaben hat das hawaiianische Alphabet? 36. 7. Annika ist näher, sind 12. Hä, was? Auch ungefähr die Anzahl der Buchstaben, die Can in seinem Kopf aufnehmen kann. Okay, und später reiben wir uns das in die Augen. Also, wenn ihr das sehen wollt, bleibt bis zum Ende dran. Im Laufe eines 16-jährigen Lebens hat ein Mann durchschnittlich wie lang eine Erektion, während er schläft? Warte mal, wie oft habe ich eine Latte am Morgen? 11 Monate? 786 Stunden. Insgesamt 5 Jahre. Yo, ich habe 5 Jahre lang eine Erektion, wenn ich 60 bin? Nur wenn ich schlafe! Ja, nur wenn du schläfst. Die sind halt auch nicht mal lecker, ne? Meine Rotze ist scharf. Oh nee, da hab ich ja jetzt gar keinen Bock drauf. Yo, das geht gar nicht. Meine Oberlippe brennt. Meine Oberlippe brennt. Ah ja, dann, wenn deine Oberlippe brennt, dann hören wir auf. Annika. Wie schwer kann eine Schönwetterwolke werden? Eine was? Was ist eine Schönwetterwolke? Ja. Wie lange? Eine Wolke? Wolken wiegen was? Nee, auch zu wenig. Das ist... dumm. 70 Kilogramm. 2 Kilo? 1000 Tonnen. Was? Eine Wolke? Ich brauche ein Taschentuch. Und ein bisschen Wasser, weil bekanntlich hilft Wasser am besten. Hä? Das ist... nein. Wie viele Tage verbringt ein Deutscher in seinem Leben durchschnittlich auf dem Klo? Wenn du schon 5 Jahre Erektion hast, du, dann bin ich ja mindestens 25 Millionen. 6 Jahre. 500 Tage? 230 Tage. Oh, geil. Wieso hat man 5 Jahre eine Erektion, aber nur... Weil ich gelesen habe, dass die Erektion pro Tag im Schlaf für 50 Minuten oder so sind. Oder 60 Minuten, irgendwie sowas. Bei mir ist sie länger. Das geht nicht mehr. Annika, ist alles okay? Ja. Wollen wir vielleicht doch ein bisschen Milch holen, ein Glas? Aber dann machst du keinen Spaß. Aber ich trinke keine Milch. Ich will leiden. Nächstes. Wie viele Sprachen werden auf der Welt gesprochen? Oh, das weiß ich sogar. Ja, toll, wenn er es weiß. 90. 567. 6500. Oh, das weiß ich! 90. Ich krieg
Kreislauf. Ich habe echt gedacht, die Leute übertreiben, weil die sind echt schade. Ich auch. Ja. Wie viele Jahre wird es dauern, die Distanz zwischen der Erde und der Sonne zurückzulegen? Also zu Fuß. Was? Zu Fuß? Okay, was sind denn das für... Ich kann mir das nicht mal bildlich vorstellen. 30.000. Sehr, sehr, sehr lange. Ist. So, jetzt ein Eigentum ist doch dumm. Also es wären 3.425 gewesen. Aber dann wäre schon sehr, sehr, sehr lange gewesen. Wie viele Liter Wasser passen in eine Badewanne? Das glaube ich, weiß ich nicht. Glaube ich auch. 60? 6.000. 180 bis 200. Ich war gerade voll verwirrt. 6.000 ist schon sehr viel. Das ist schon sehr, sehr viel. 6.000 Liter, Annika, das ist ein Schwimmbad. Die Tränen, die ich jeden Tag vergieße. Oh no. Du musst essen. Ja. Oh nee. Nimm halt nicht so ein großes Stück. Ja, ich bin noch keine vor. Pussy. Warte, guck mich mal an, Schätzchen. Du hast Ich hab irgendwas Nasses gespürt. Ich glaube, das war deine Rotze. Bei mir läuft nicht mal Rotze. Bei mir läuft Rotze. Okay, nächste. Achso, wir ignorieren das. Okay. Wie viel Prozent der Menschen haben versucht, ihren Namen in den Schnee zu pinkeln? Oh mein Gott, das habe ich schon voll oft versucht. 89. 52%. Ja, okay, nächstes. Wie viele Sesamkörnchen befinden sich auf einem Big Mac? Oh, alle. Das wusste ich wirklich mal. Ich weiß es nicht, 60. Annika, es sind 178. Weißt du was? Das wusste ich. Ach, wusste es! 108 und wie viel? Was denn? Hast du deinen Rotzang abgeschnitten? Nein, ich wollte gucken, ob es quietscht. In meiner Matheprüfung, dann sagst du im Klassenzimmer, Mathe, goddammit. Dann sagst du ja, und ich hab immer den gemacht, so. Wie viele Fragen stellt ein vierjähriges Kind am Tag? Nee, mehr. 150. 400. Warum? Oh, ich hol Milch. Aber du bist es so, als wäre gar nichts. Wir sind zwei voll am Sterben und du tust so, als wäre gar nichts. Weißt du was, weil ich gebürtiger Türke bin? Ich doch auch. Du bist... Ja, stimmt. Stimmt. Willst du normale oder Mandelmilch? Du bist doch laktoseintolerant. Stimmt. Ja, stimmt. Stimmt. Was für ein Licht? Laber noch, ne? Das weiß ich. 6.780. Ja, John, das ist näher. Das sind 9,7. Boah, die sind halt auch nicht lecker, ne? Wie viele Kondome werden pro Minute in Deutschland verbraucht? Wird mir einbezogen? Das sind mir alles zu viele Männer bezogene. Sorry, was war's? John, okay. Ist eine Strafgabel für diese dummen Fragen, die du immer stellst. 28.000. 16.000. 342. Was ist falsch bei uns? 15. Frage, letzte Frage. Letzte Frage, ja? Oh, Anni! Anni! Ab welcher Wassertiefe kann man nicht mehr pupsen? 100 Meter. 50 Meter. Das sind 10, Anni kann es nehmen. Ja! Ich kann ab 10 Meter nicht mehr pupsen. Also ist es nicht mehr? Nee, willst du nochmal? Oh ja, komm, Giesel. Ja, ich wisch mir meinen Mund schon ab. Ah, wir brauchen noch ein Thumbnail, bevor du es leer isst. Wollen wir das doch geküsst. Okay. Okay, Leute, das war's mit diesem Video. Für alle Leute, die mir immer geschrieben haben und sich gefragt haben, so, hey Annika, du bist doch lesbisch. Warum warst du mit Chan zusammen? Wer wissen will, warum wir uns getrennt haben, kann gerne bei Chan vorbeigucken. Hier ist sein Video. Oh, you nasty. Ja, wir haben auch mal zusammen gewohnt, sind aber wieder ausgezogen. Gezogen. Wir beenden schon unsere Sätze gegenseitig. Gut, dann war es mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt diesem Video doch einen Daumen nach oben. Schaut auf jeden Fall bei Chan vorbei. Und wenn ihr diesen Kanal abonniert, dann sehen wir uns im nächsten Video. Bye. Okay, tschüss.